Ja, ganz einfach. Das sind die Walnies. Oh, Leute. Achtung, Flachwitz kommt tief. Aber, auf irgendeine Art und Weise ist der jetzt auch ein bisschen amüsant. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt sage, weil ich ablenken möchte, weil der so schlecht war. Oder weil ich das sage, weil es mein Ernst ist. Und wenn das mein Ernst wäre, dann wäre das irgendwie traurig. Dann würde ich mich selber schon bemitleiden jetzt und das wäre... Nee, dann lief bei mir im Leben irgendwas schief. Also wenn ich den jetzt gut finde, dann ging was kaputt. Okay. So. Da-dum. Übrigens habe ich mal nachgerechnet und ich darf noch zwei normale Aufnahmen machen und anschließend kommt dann die Folge 300. Und Folge 300 kommt dann irgendeinem 20. im Februar. Ich plane ja immer alle Folgen schon voraus. Und ja. Ich habe ja schon die Idee, also ich weiß ja schon, was wir da machen werden und das ist ein bisschen blöd eigentlich, weil ich hatte ja schon so eine Ahnung, so eine Idee, was ich machen wollte. Und das Problem ist ja jetzt aktuell, dass es eigentlich gar nicht geht. Deshalb werde ich wahrscheinlich, ich sag mal vorsichtig, das Ganze ein bisschen umdisponieren, sodass dass wir aus der Folge 300 quasi ein Minecraft-Oster-Special machen, wenn man so möchte. Und dass wir eben dieses Oster-Special schon Ende Februar machen, weil es einfach zur Folge 300 passt. Und weil ich eben die Dorfbewohner mal voll haben möchte. Ja, also das wäre eine Begründung, warum ich das mache oder warum ich das eben, ja, warum ich das halt vorhabe. Auf diese Art und Weise zu tun. Und ja, ich hoffe, das ist in Ordnung. Und scheiße, wir haben zu viele Schilder. Na toll. Dann schmeiße ich die zwei Erde mal weg. Oh. Wasserquelle, Wasserquelle, andere Seite, andere Seite. Ist von hier auch der Einstieg? Genau. Okay. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. So, und dann los geht's. Dann wollen wir mal den Fahrstuhl nach oben bauen. Ich glaube, so viele Schilder, wie ich jetzt habe, brauchen wir auch gar nicht, aber ist ja auch egal. So, hier muss frei... Ne, es ist doch immer Wasserschild, Wasserschild, ne? Genau. Das heißt... Schild... Schild, ne? Und jetzt hier auch wieder. Schild... Schild, dann Wasser. Und dann jetzt hier wieder Schild. Hier ebenfalls wieder ein Schild. Da auch ein Schild. Da auch ein Schild. Und dann ja eigentlich da oben ein Schild. Da ein Schild. Ah, Hilfe. Da ein Schild. Ich weiß, ich tippe Leerzeichen ohne Ende, aber es ist mir sowas von egal. Leerzeichen sieht man ja nicht. Wenn da jetzt ein W steht, ist das was anderes. So. So, dann mache ich jetzt mal hier einen Wasserklotz hin. Und jetzt ja noch in die Ecke hier, ne? Dann habe ich ja so eine nettliche Wasserquelle, die auch funktioniert, ne? Yo, geht doch. Mal hier noch einmal einen hin. Und da noch einmal einen hin und schon kommen wir wieder eine Nummer höher. Und da noch einer. Und da noch einer. So, und jetzt sind wir hier. Und stecken da ein bisschen fest. Oh, hier fehlt noch ein Glasblock. Oh, hier fehlt ein Glasblock. Halt, ich will nicht untergehen. Noch nicht. So. Ich kann doch eigentlich hier auch schon die Schilder anbringen, ne? Zack. Zack. Und zack. Und zack. So. So, dann düsen wir mal runter und holen jetzt erstmal Wasser. Was das Gute ist bei den Wasserfahrstühlen, man kann ja nicht ertrinken, ne? Wäre da jetzt nur so eine Wasserwelle, dann hätte man ja rein theoretisch ertrinken können. So, Kriegs- und Marschmusik. So muss das sein. Es wird zwar einen kleinen Augenblick dann immer dauern, bis wir hochgekommen sind, aber ich meine ganz ehrlich, das ist mir gerade sowas von egal. Sind wir mal ehrlich. So, jetzt will ich erstmal hier rauf. So. Hallöchen Welt! So, wo habe ich gesagt, mache ich Schluss? Hier, ne? Ab der Etage ist dicht. Gut, dann basteln wir uns mal hoch. Ich glaube sogar, ich habe jetzt viel zu viel Sand geholt. Kann das sein? Ich glaube, so viel habe ich gar nicht gebraucht, wie ich jetzt geholt habe. Naja. Egal, sehen wir es mal sportlich. Sehen wir das Ganze sportlich. So. Muss ich jetzt hier hoch? Und noch ein bisschen. Noch eine Reihe hoch. So, so. Dann haben wir nämlich den Wasserfahrstuhl fertig und können hier oben auf die erste Etage setzen. Und übrigens, ne? Was wir hier mit den Fenstern machen, ich wollte da ja ursprünglich eigentlich Eisengitter reinsetzen. Aber das wäre ja dann eigentlich viel zu hell, weil dann könnten wir am Tage den XP-Tower ja eigentlich nicht benutzen. Denn, ja, ich befürchte, dann würden wir das Problem einfach bekommen, dass, ja, wir würden im Grunde eigentlich
wie soll ich das denn sagen? Wir würden das Problem bekommen, dass hier einfach am Tage zu viel Licht reinscheint und so die Spawner, glaube ich, gar nicht aktiviert werden können. Deshalb werden wir da ein bisschen was anderes machen. Und zwar werden wir einfach vor die Fenster schwarze Wolle setzen, sodass es von außen so aussehen soll oder diesen Effekt erzeugen soll, als ob die Fenster im Dunkeln liegen quasi. Frag mich nicht, wie ich das Ganze, anstellen möchte. Ich habe da auch nur so vage Vorstellungen, wie ich das denn bauen will. Aber vielleicht klappt's ja. Ich bin ein bisschen zuversichtlich. Ein bisschen aber auch nur. So. So viele, alles klar. Düdü. Da-da. Da-da. Da-da-da. So. Noch einen und wir machen aber... Genau, wir gehen aber zwei in die Höhe. Düdü. Düdüdü. So, dann haben wir die Nummer hier wenigstens gleich fertig. So, so. Na, geht doch. Dann, der Boden war hier, ne? Ah, okay. Ach Mensch, schau mal, perfekt. Dann schließt das sogar hier mit dem Fenster ab. Denn hier können wir dann, hier mache ich dann, denke ich, Eisengitter rein. Also Glasscheiben finde ich, na, für den Tower. Also hier mache ich, denke ich, schon Eisengitter rein. Ist das hier eng? Soll das hier oben so eng sein? War von mir jetzt nicht so vorgesehen. So. So. Dann hier nochmal ran. Ein bisschen verdichten. Jo, wir haben schon eine ordentliche Höhe, würde ich sagen. Wenn wir jetzt hier aus Versehen natürlich runterfallen, ich glaube, wir könnten ein kleines Problem kriegen. So. Wie stelle ich das jetzt an? Gute Frage. Nächste Frage. Wo will ich den eigentlich reinbauen? Ich brauche ja eigentlich nur ein 3x3, ne? Puh. Also auf jeden Fall hätte ich dafür schon mal gern das Holz. Weil hier oben kommt ja dann sowieso ein Holzboden. So viel weiß ich jetzt schon. Herzlichen Glückwunsch. Gib her! Gib her! Gib mir den Klotz! So. Pass auf, dann mache ich das nämlich so. Jetzt wollte ich eigentlich ja hier nach oben hin, ne? Ist ja dann jetzt hier ein bisschen scheiße. Mensch, wie mache ich das denn? Überlegen. Warte, ich habe eine Idee. Dafür muss ich aber runter. Aber ich muss nicht ganz runter. Bitte nicht sterben, so. Ach, stimmt ja, es gibt ja jetzt Geräusche, ne? Jetzt brauche ich trotzdem noch. Ich hab ja welche. So. Auf welcher Seite müssen die Schilder hin? Auf die hier. Na denn. Einer. Zweiter. Also ich mache gleich die nächsten hier. Zack. Zack. Und zack. Und zack. So. Jetzt haben wir hier noch hier und hier. Und dann habe ich auch keine Schilder mehr. Wieso legt er die Schilder nicht wieder gleich weiter ins Inventar? Ist ja blöd. So, hier noch einmal und hier noch einmal. Hilfe. Ach, eins habe ich noch. Ach so. Da oben noch. Ja, nö. Ihr könnt sie knicken. Ihr könnt sie vergessen. So. Hilfe, warte, mein Freund, warte. So, und jetzt da oben halt. So, und jetzt kann ich runter. Also ich denke, nee, kann ich nicht. Ich hab ja noch Wasser. So, pass auf, jetzt muss ja hier einer hin. Und hier wieder, was ist denn das gerade für eine bedrohliche Musik? Die switchen wir gleich mal um, warte mal, was ist denn das? Was ist das? Gigant, Zizien Carbonato-Themen. Ach, das war dieser Wunsch, ne? So, das gehört aber eigentlich nicht in die Playlist. Komisch. So. Wo muss ich raus da? Ich brauch Wasser. Gib mir was zu saufen, Mensch. So. Zack, 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 zack. So. Sehr schön. Dann haben wir wieder was zu trinken hier. Heute nur Freihaus. Okay. So. Also ich glaube, der wird auf jeden Fall nicht gerade klein, der Wasserfahrstuhl, wa? Da-d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 a
Wieso mache ich das dann ständig mit 6 Eimern? Egal. So. Gut, wie stellen wir das nun an? Also da oben komme ich ja nicht rauf, das weiß ich ja schon. Dann würde ich nämlich, oder dann denke ich mir, machen wir das mal so, pass mal auf, die Eimer kann ich sowieso alle wegpacken. Dann würde ich sagen, mache ich das so, dass wir hier den hier machen. So, das brauche ich. Und dann können wir, oh. Ey, Steine sind ja hier aber auch. Ernsthaft jetzt? Dann geht das nur hier, oder was? Das ist ja blöd. Dann muss ich ja hier auch noch zubauen, ne? Eigentlich ja schon. Mann, dann ist das hier oben alles so beengt. Ich hätte den Turm größer bauen müssen, oder zumindest irgendwie... Weiß ich nicht, ein bisschen anders. Naja. Gut, jetzt den ganzen Turm abreißen tue ich auch nicht. Dann haben wir hier so ein kleines Fenster, wo wir rausgucken können. Wenn wir denn wollen. Ich glaube, ich baue da noch hier noch Treppen hin oder sowas. Dann kann ich zwar auch nur bis dahin gucken, aber... Pff. Oder vielleicht habe ich noch Slabs mit? So, ich habe noch Slabs mit. Vielleicht geht das ja. Ne, dann komme ich nicht raus, ne? Ne, dann komme ich nicht raus. Okay. Ah, ich hätte natürlich aber... Mh. Dam, dam. La, 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 la. Ist das nicht wundervoll? La, la. Ah, eine Spitzhacke. Leute, erinnert mich dran, wenn ich gleich runtergehe, unbedingt eine beschissene Spitzhacke zu machen. Sonst ist hier Polen offen. Das wäre irgendwie ärgerlich. Komm schon, heute noch. Danke. So, dann habe ich nämlich das hier. Ja, toll. Dann würde ich sagen, dass ich dann hier nach oben komme. Und dann nach dahin, ne? Die Leitern dann setze. Dann muss ich gleich erstmal Leitern holen. So, ich brauche Leitern und Eisengitter. Hey, lass mich runter. Tadam, 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 tadam. Okay. Ja, so lässt sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit schinden. Oh, weia. So, Spitzhacke. Ohne meine Spitzhacke mache ich hier gar nichts. So, ist die Erde überhaupt noch da? Nein, schade. So, haben wir gleich 3 Stück, damit ich versorgt. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da, 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 da. Zack, yes, baby. Ich hab ne Spitzhacke. So, ich habe auch noch Wolle. So, dann lass mal schnell zurücklaufen. Ich bin da gespannt, wie viele Schienen und wie viele Eisen-Protektorschienen und wie viele andere Sachen wir hier noch verwenden müssen, um diesen U-Bahn-Schacht endlich auszukleiden. Der ist ja auch noch nicht fertig. Das hier ist ja auch nur der Rohbau vom Rohbau des Rohbaus. Wenn man denn so möchte. So. Das Ganze geht bis hier. Richtig, richtig. Ab da geht es wieder auf beiden Seiten weiter. Okay. Dü. Bam. Ich würde sagen, ich hau jetzt einfach mal die Steine bis nach hinten raus. Dann haben wir wieder ein bisschen was. So, ich muss ja bis nach hinten, ne? Den ganz hinten in der Ecke, den kann ich mir ersparen. Das ist ja unnötig. Der hier. So, der ist aber nötig. So, dann muss ich jetzt hier noch bis zum Glas und dann kann ich die rote Wolle einpflanzen. Gut. Das wird schon, das wird schon. Ich übrigens... Genau, ich muss dann gleich noch, bedrohliche Musik! Ich muss dann gleich noch ein paar Schafe färben. War hier nicht die Stelle, wo ich aufgeforstet habe, weil ich, mich versprengt habe? Versprengt? So. Zack, zack, zack. Und zack, und zack, und zack, und zack. Und schon ist alles weg. So. Irgendwo über mir ist noch ein Tierchen. Oh. So, wie sieht denn das Ganze insgesamt dann aus, der U-Bahn-Tunnel? Oh, hey! Warte mal, wenn ich auf der Seite schon weitermache. Hier vorne ist ja nichts. Hier muss ja auch noch alles hin. Na, so geht's ja nur auch nicht. Mensch. Schlamperei hier. Schlamperei in den Bauarbeiten. Unmöglich. Naja. Na gut, immerhin, ne? So, das heißt also, die Seite muss sowieso noch gemacht werden. Aber ich bin gerade im Überlegen. Ich hatte ja noch die Idee gehabt, noch irgendwas hier zu bauen. Oder noch irgendwas hier umzubauen war das, wollte ich doch. Was war denn das? Ich wollte hier auf jeden Fall noch was machen. Ich habe aber absolut vergessen, was das war. Das ist auch so ein richtiger Traum. Ich wollte, glaube ich... Ich wollte hier noch so eine... Dellen reinhauen. Hier so eine Kurven. Aber ob ich die auch wieder aus dem Holz mache, ist doch eigentlich langweilig, oder?
Wäre das hier nicht lustiger, wenn das dunkles Holz dann wäre, was so im Stein quasi drin steckt? Diese Deckenbalken, weißt du, die so in den alten Minen, die, also traditionelle alte Minen, die dann auch das...